Alle Menschen wünschen sich einen zuverlässigen Lügendetektor. Den gibt es nicht. Aber wenn Menschen versuchen, uns zu täuschen oder zu belügen, dann werden für den Bruchteil einer Sekunde ihre wahren Gefühle über ihr Gesicht huschen oder sich in Stimmeigenschaften und Körpersprache äußern. Und zwar unbemerkt von den meisten Menschen. Durch Training kann man lernen, diese Signale zu erkennen und im Sinne einer eigenen Gesprächsstrategie zu nutzen. Im Recruiting gibt es Betrug im Lebenslauf auf Junior-Positionen, aber auch auf hochbezahlten Senior-Positionen. Gerade auf dieser Ebene ist es für Personalentscheider wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber wie bekommt man mehr Entscheidungssicherheit? Wie kann man schon beim ersten Kennenlernen des Bewerbers durch gezielte Fragestellung und gezielte Beobachtung entscheiden, ob der Bewerber Glaubwürdigkeit besitzt oder nicht? Wie viel Zeit und Kosten könnten diese Fähigkeiten für Sie sparen? Im Vertrieb, also Verkaufsgesprächen und Verhandlungen, wenn wir dort die Emotionen hinter den Aussagen unseres Gesprächspartners erkennen, Emotionen wie Angst, Überheblichkeit oder Widerwillen, und können damit professionell umgehen, dann wird es unsere Gesprächsführung für die Zukunft verändern und unsere eigene Position stärken. Wir erleben täglich die unterschiedlichsten Verhandlungssituationen, und zwar nicht nur im Geschäftsleben. Aber gerade im Geschäftsleben, in schwierigen Verhandlungssituationen, wer hat sich da noch nicht mal den kleinen Mann im Ohr gewünscht, der mir zuflüstert, das ist ein Bluff, oder das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Wenn ich aus diesem Trainingsprogramm komme, bin ich sofort in der Lage, mein Wissen anzuwenden und meine Wahrnehmung ab sofort durch die richtigen Fragen zu validieren. Am Ende des Tages wollen wir alle unsere Ziele erreichen, und zwar zu den bestmöglichen Bedingungen und unter Berücksichtigung von Win-Win. Führungskräfte haben die Aufgabe, zu führen. Wenn Sie sich als Führungskraft belügen oder auch nur täuschen lassen, dann werden Sie geführt. Und zwar nicht von den Tüchtigsten, sondern von den geschicktesten Täuschern. Folgt Ihnen Ihr Team oder handelt es sich nur um ein Lippenbekenntnis? Und jetzt entscheiden Sie, können Sie es sich leisten, sich dieses Training nicht zu leisten?